Ja, Heize kaum. Oh Mann, es ist schon spät, nehmt's mir nicht übel. Hallo zusammen, so. Und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch eigentlich nur zeigen, wofür die Stempelgele auch gut geeignet sind. Das habe ich gerade durch Zufall einfach mal so ein bisschen rumprobiert, rumgefriemelt, durch Zufall rausgefunden. Und zwar, damit ihr auch wirklich seht, dass ich auch wirklich die Stempelgele benutze, habe ich das gerade weggewischt. Weil sonst kann man ja sagen, oh, hast du bestimmt irgendwelche anderen Farben hingemacht, ne? Nee. Und zwar nehme ich das Stempelgel White Lotus von Born Pretty und gebe mir hier einen Klecks hin. So, das reicht schon. Und dann nehme ich das Black Tulip, auch von Born Pretty. Die hatte ich ja von Kathi zugeschickt bekommen in dem Tauschpaket. Entschuldigung, meine Stimme verlässt mich gerade dezent. Ah, die will nicht mehr. Und dann nehme ich den One-Stroke-Pinsel von Jollyfeen ist der. Der war ja in meinem Paket drin gewesen. Und zwar gehe ich jetzt in die schwarze Farbe, titsch einmal rein. Ist halt ein bisschen schwierig, weil das Gel ist. Da zieht es, also es zieht immer so ein bisschen Fäden nach. Da müsst ihr halt aufpassen. So, und dann arbeite ich mir den Pinsel ein. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin eine Anfängerin, was One Stroke angeht. Das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen, dass es vielleicht auch so funktionieren könnte. Moment, muss ich mal ein bisschen anders einstellen. Irgendwie hängt ihr so ein bisschen. So. Genau. Dann würde ich sagen, ich nehme mir meinen kleinen Helfer. Ne, schwarz will ich hier oben haben, genau. Oder versuchen wir das so? Wir versuchen es mal so, okay? Also, nicht lachen. Es sind meine One-Stroke-Anfänge. Also nehmt es mir nicht nach, wenn es nicht burnermäßig aussieht. Und da das Gel ist, habe ich jetzt eigentlich ewig Zeit, weil es trocknet ja nicht, ne? So. Dann gehe ich hin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und mache das in so... Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich mache die jetzt echt ein bisschen groß. So. Da habe ich das erste Blatt. Also das da unten. Ja, beachtet das bitte nicht. Wie gesagt, ich bin dann oben. Eigentlich habe ich das falsch gemacht, ne? Schwarz will ich ja unten haben, weiß oben. Moment. Nochmal weg. So. Nochmal eben anbuffern. Oh Mann, ey. Wie gesagt, es ist schon spät. Nehmt es mir nach. Also drehen, weiß oben, schwarz unten, auf ein neues. Ach ja. So. Mein, ups, erstes Blütenblatt. So. Ich finde, es ist eigentlich ganz cool, also es sieht ganz cool aus. Ich werde euch jetzt noch ein zweites zeigen. Vielleicht mache ich noch eins hier unten hin. Und wenn es mir gefällt, lasse ich das da oben, also mache ich das da oben weg und lasse das da unten. Mal gucken. So, ich setze mir das hier unten an. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich muss eben gucken, ob der noch filmt. So, und jetzt merke ich zum Beispiel, dass mich meine weiße Farbe verlässt, weil ich jetzt nur noch hier einen schwarzen Klatschen habe. So, also mache ich das weg. Und nimm noch mal ein bisschen nach, also weiß nach. Da kann ich ruhig das hier nehmen, was ich hier habe. Das reicht mir vollkommen. Und sonst dütsche ich da einfach eben noch mal ins Weiß rein. Und lade meinen Pinsel erneut. So, genau. Also weiß wollte ich oben. So. So, da ist ein Blatt. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Obwohl mir das, glaube ich, eher gefällt, weil das sieht irgendwie ein bisschen, ja, schöner aus. So, ich versuche jetzt hier hinten noch eins mit dran zu machen, was gar nicht so einfach ist. So.
Genau, jetzt habe ich da schon zwei Blätter. Und dann, glaube ich, können wir hier noch ein kleines hinpacken. Naja, obwohl das kleine sieht da jetzt nicht so geil aus. Also wie gesagt, ich übe ja noch, ne? Also das sind so meine Anfänge. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, dass es auch mit dem Stempelgel funktioniert und man da nicht unbedingt zwangsläufig jetzt Aquarellfarben für braucht. Ich glaube, ich setze mir hier oben mal eins hin. So finde ich das irgendwie ganz süß, wenn das hier oben rauskommt. Wir übertreiben mal ein bisschen und bemalen uns natürlich die Finger. Das ist natürlich auch positiv, man kann es wegmachen. Ach ja. So, dann haben wir da oben ein Blättchen. Also ich finde, desto öfter man das macht, ne, desto da wird das auch, ne? Aber das mache ich jetzt nochmal weg. Und das ist echt cool, dass man das mit diesem Stempelgel auch machen kann. Das ist mega. Wo setzen wir uns denn eins hin? Ich will ja kein fettes Blatt haben. Ich hoffe, ich bin noch ein Bild. Das war ab. So. Da ist ein Blättchen. So, jetzt merke ich, dass mein Pinsel mich langsam verlässt, also meine Farbe. Und dann tippe ich einfach nochmal rein. Lade ihn neu. So, und da wollte meine Kamera nicht mehr, also auf ein neues. Finde ich ganz cool, die Idee, also. So. Ihr könnt das ja auch mal ausprobieren, ob das bei euch funktioniert. Also es ist auf jeden Fall richtig geil, weil ihr könnt das halt wegwischen, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das aushärten lassen, wenn ihr der Meinung seid, okay, komm, so gefällt mir das. Ja, also nur zu empfehlen für One Stroke. Kathi, du hast ja mehrere Farben, versuch es doch einfach mal. So, also das war es auch schon soweit von mir. Ich wollte euch das nur eben zeigen, dass das funktioniert. Dass man damit super One Stroke malen kann. Ja, das war es soweit von mir. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis denn. So, kleiner Nachtrag. Oh ja, ist das nicht. Entschuldigung. Meine Güte. Man kann zum Beispiel auch eine Schleife machen. Oder man macht jetzt aus der Schleife einen Schmetterling. Finde ich auch ganz niedlich. Also, und das ist jetzt einfach gerade so passiert, weil ich da unten ein Blatt hingemacht habe und mir gedacht habe, so, das sieht ja irgendwie ein bisschen aus wie ein Schmetterling, ne? Ja, mega. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen Nail Art mit reinsetze, Moment. Dann nehme ich dann auch die Farben, weil ich meine, ich habe sie gerade hier liegen. Also warum nicht? Kann man bestimmt auch gut malen mit. Also, wieso auch nicht, ne? Dann setze ich mir jetzt zum Beispiel hier oben die Fühler hin. Oh, ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, Nummer 1. Nummer 2, ja, ist ein bisschen. Und Nummer 2 und dann hier unten, ich weiß nicht, ob ich da noch was hinmalen soll. Oder ob ich das so lasse. Vielleicht einen kleinen Körper, man kann ja mal gucken, ob das so okay aussieht. Das ist natürlich nicht so einfach jetzt, ne? Obwohl ich nicht weiß, ob mir das so jetzt gefällt. Oh. Und da seht ihr, ich habe es nicht lang genug anhärten lassen. Aber egal, der Wille zählt. Ich mache das jetzt eben. Wünsche euch schon mal einen schönen Abend, weil ich fummel jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich wollte euch halt nur zeigen, dass das so funktioniert. Dass man das damit machen kann. Und ja. Vielleicht hänge ich euch ein Foto noch mit hinten dran. Danke fürs Zugucken. Bis bald.